Hallo und willkommen zurück bei Starfield. Wir sind immer noch in der Creed-Forschungsanlage und wir haben ja in der letzten Folge haben wir noch einen Forschungspunkt bzw. einen Skillpunkt bekommen. Und ich habe mich jetzt mal zwischen der letzten Folge und dieser Folge hier so ein kleines bisschen mal mit befasst, zumindest mal grob durchgegangen. Und hier sind die Sachen Laser, Astrodynamik und Analyse. Die haben wir schon durch unsere Perks, die wir uns am Anfang rausgesucht haben. Da kann ich einmal drauf gehen. Und da steht jetzt hier, Laserwaffen verursachen schon mal mehr Schaden mit Rang 1, Rang 2 20% mehr Schaden, Laserwaffen 30% mehr Schaden und so weiter. Also man muss das anscheinend einmal freischalten, dann kann man die Ränge freischalten. Ich weiß aber nicht, ob man für die Ränge dann auch nochmal einen Skillpunkt braucht, weil hier unten Rangaufstieg steht. Aber zumindest sind die erstmal freigeschaltet und wir haben ja jetzt einen Punkt, also man kann ja in, ja, also es gibt glaube ich kein Level Cap, so wie ich das gehört habe. Das heißt, früher oder später, wenn man lang genug spielt, kann man wahrscheinlich alles erlernen oder so. Was ich gerne hätte, weil ich dann gerne auch später viel Zeug loote, weiß aber nicht, wie sich es auswirkt, wäre vielleicht das hier, das Gewichtheben, erhöht die Kapazität um 10, 25, 50, später um 100 Kilogramm. Und auch noch eine Resistenz gegen Taumeln. Aber da weiß ich nicht, wenn man dann später Leute mit hat. Wir haben ja jetzt den Vasco schon mit. Ich weiß gar nicht, wie viel der mit sich rumschleppen kann. Ob, können wir mal gucken nochmal, ob der da auch eine Gewichtsgrenze hat. Hier hätten wir zum Beispiel 10% mehr Leben, dann 20, 30, 40%. Also es ist alles irgendwo sinnvoll oder auch nicht sinnvoll. Boah, ich finde es immer sau schwierig, erstmal irgendwo rein zu investieren. Deswegen würde ich es erstmal, wir haben nämlich hier drüben bei Kampf, da unten steht es Herausforderung, töte 20 Gegner mit einer Laserwaffe. Und da würde ich mal gucken, wenn wir das gemacht haben, ob ich das dann nochmal kaufen muss mit einem Skillpunkt. Deswegen behalten wir den jetzt doch erstmal. Wir haben nämlich hier unten die Equinox, das ist eine Laserwaffe, da rechts oben steht es. Maus, komm mal her. Und ja. Das Ding ist, beim Cutter, Moment, ich habe ja mit dem Cutter bisher, ne, da steht nur schwere Waffe, aber macht auch Energieschaden, also ist auch gleichzeitig eine Laserwaffe. Und wir haben noch eine, die Laserpistole, hätten wir auch sogar noch. Ja, wir machen erstmal weiter, gucken uns hier erstmal weiter um. Ein paar Gegner werden auf jeden Fall noch kommen. Naja, das hatte ich schon gelootet, genau, und dann geht es jetzt einfach mal weiter. Noch eine Sukkulente. Die stehen hier sehr auf Sukkulenten. Chemikalien-Schutzanzug. Nehmen wir mal mit. Hier, Vasco, pass auf, Folgendes. Ich bin zwar für Kampf programmiert, er ist aber keine Primärfunktion. Hier oben die kleine Tasche. Ich bin bereit für einen Handel. Okay, pass mal auf. Vasco. Ah ja, auch 135 hat der. Okay. So, das ist jetzt meins, ne? Ich bin bei 88 von 135. So. Mal so ein paar Waffen darüber. Eine jeweils behalte ich erstmal. Dann die Kleidung, die wir gerade gefunden haben. Die ist gar nicht so verkehrt, ne? Jetzt war physisch ein bisschen weniger, dafür Energie deutlich mehr. Nein! Ah, Asko! Wie kann ich? So. Ich brauche mal meinen Schutzanzug. Moment. Warte mal. War das hier Outfit? Genau. Ach so. Ach so, ja, das ist das, was er drunter anhat. Ja, ja, okay. Puh, war jetzt kurz irritiert. Wir nehmen dich auseinander. So, warte, da oben sind welche. Oh, jetzt ist er hier unten. Wir sind noch nicht fertig.
ist der denn? Okay, also Kopfschuss macht natürlich enorm Schaden, das ist schon mal schön. Ich wollte jetzt die Waffe mal tasten, weil die eine deutlich höhere Reichweite hat als unser Laserteil. Sie wollen mich töten, doch streng genommen lebe ich gar nicht. Boah, shit, alter Schwede. So, kleines Medipack mal reingepfiffen. Noch eins. Wo ist er denn? Ist das an? Au. Okay, da stand ich wohl im Weg. So, du gibst mir erstmal deinen ganzen Kram wieder. Du brauchst es ja jetzt nicht mehr. Hey, Vasco. Was ist denn hier drin? Welche Teile von Tieren. Ja, die haben ja herumexperimentiert. Das hatten wir in der einen Schoko-Chunk in der letzten Folge gelesen. An dem Computer. Sushi, ja? Piratenüberfall-Rucksack. Aha. Nehme ich mal mit. Waffe sowieso. Seht ihr, ich habe hier nur noch 3 Schuss. Das ist natürlich nicht so sinnvoll. Bin schon gespannt, was später mal so Waffen, Anzüge, Raumschiff und so weiter kosten wird. Das ist vermutlich relativ teuer, weil wir jetzt hier immer mal Sachen finden, die sind schon einiges wert. Man darf ja immer nicht drauf reinfallen, ne? Hier steht jetzt rechts Wert 750, aber ich glaube, wenn man es verkauft, ist immer nur so ein Drittel oder so, was man dann selber bekommt. Also in dem Fall so um die 250 oder so müssten wir für die Aeon erhalten. Wenn wir die irgendwo verkaufen. Okay, hier ist erstmal keiner. Toxin nehmen wir auf jeden Fall mit. Würzige Würmer, sehr gut. Schwebeplanet, ne, den lassen wir hier. Digitaler Schreibtisch, Bilderrahmen. Der ändert sogar die Fotos da oben. Oh, was ist denn das hier? Antimikrobiell zweimal, ja. Das sind Herstellungsmaterialien. Also die Gegner sind bisher nicht die klügsten, ne? Die teilen schon ganz okay aus, aber die treffen jetzt auch nicht so wahnsinnig gut, oder? Vielleicht kommt das noch, dass das jetzt am Anfang erstmal so die Tutorial-Piraten sind. So, hier ist noch ein Raum, waren wir hier schon gerade drin? Nee. Nee. Wird auch so Pflänzchen gezüchtet. Das finde ich immer beeindruckend, ne, bei so Spielen. Mit so vielen Kram, mit so vielen Assets und hast du nicht gesehen, irgendeiner muss sich den Kram ja auch ausdenken. Ich meine, vieles kann man dann irgendwie aus der echten Welt übernehmen und ändert das ein bisschen ab und macht da irgendwie eine Pflanze draus oder so. Aber man muss das ja auch bauen und so und schon immer krass, wenn es so viel Zeug in so Spielen gibt. Ich meine, gut, ist auch ein riesiges Entwicklerteam, ne, was so dahinter steckt. Und bisher an sich läuft es auch echt gut. Wen es interessiert, ich spiele mit einer 4080 in 4K. Läuft sehr gut, bisher. Mal gucken, wie es in den großen Städten wird. Da gehe ich von aus, dass die Framerate ein bisschen einbrechen wird. Oh, hier hat was gekratzt. Diese Tiere, die hier irgendwie manipuliert haben.
Digi-Dietrich, sehr gut. Oh ja, so Schlösser knacken, das würde ich ganz gerne. Seht ihr, da hatte ich. Okay, ich dachte. Was ist denn. Ist das bei Schlösser. Ist das hier? Ach ja, du kannst Schlösser des Levels Lehrling hacken. Ah ja, das würde ich ganz gerne tatsächlich machen. Ah ja, okay. Genau, also Rang 1 jetzt bei einem neuen Skill hätte ich vorhin einfach mal gucken müssen, kann ich den entsperren und dann bekommt man eine Aufgabe, um dann Rang 2 und so weiter zu entsperren. Aber das Schlösserknacken finde ich immer cool. Fliegen. Du kannst jetzt Schubdüsen einsetzen. Ja, ich meine, gut, das konnte ich vorhin Gott sei Dank auch. Ach, jetzt können wir Boost Packs benutzen. Ah ja, auch nicht. Oh ja, oh doch, das finde ich. Oh Mann, es gibt so viel geilen Scheiß, Mann. Ja, scheiß auf das Boost Pack. Ich mach's mal. Komm, wir machen einfach mal Schlösser knacken. Was soll's? Komm. Sind wir mal großzügig. Hier haben wir den Skillpunkt doch nicht auf. Wie viel Status? Wir haben ja schon so ein knappes Zehntel vom nächsten Level. Liegt wieder Geld rum. Sehr gut. Ah, ein Computer. Ach, Dr. Wynn, Notfallslate. Er ist frei. Der Terrormorph ist frei. Wir können ihn nicht stoppen. Als wir das neurale Steuerinterface zünden wollten, ist er total ausgeflippt. Hat die Sicherheitskammer zerfetzt, als wäre sie aus Papier. In nur einer Minute hat er Michaelson, Korb und Sumatri getötet. Keine Ahnung, wo er sich jetzt befindet. Er ist tiefer in die Anlage. Ein Sicherheitsteam ist hinterher, aber naja, viel Glück auch. Sobald ich weiß, dass es sicher ist, laufe ich zur Kommstation und rufe die Kavallerie. Hier spricht Hayden Wynn, leitender Xenobiologe. Ich hätte auf meine Eltern hören und Zahnmedizin studieren sollen. Ja, klingt ein bisschen wie bei Alien. Ja, Pech gehabt. Hättest du mal lieber was anderes gemacht. So, was haben wir hier? Terrormorph-Exemplar. Dank der UC Marines haben wir nun das zweite Puzzleteil, einen voll ausgewachsenen Alpha-Predator. Ein Alpha-Predator. Laut meinen Recherchen stellte eine Gruppe Astrogeologen vor fast 100 Jahren den ersten Kontakt auf einem entlegenen Mond her. Die Kreatur schien nicht indigen zu sein und war allein. Es gibt derzeit keine Aufzeichnungen darüber, wie sie dorthin gelangte. Also war es reines Glück, dass die Astrogeologen sie fanden oder vielmehr die Kreatur sie fand. Die Wissenschaftler stuften sie rasch als Oxyso Machina ein, als Killermaschine. Wer schreibt das doch gleich? Die mit ihrer Terminierung beauftragten UC Marines fanden einen simpleren Namen: Terrormorph. Ich habe den Missionsbericht davon damals gelesen. Von 8 Soldaten überlebten nur 2, von denen einer ein Bein verlor. Aufregende Zeiten für die Xenokriegsführung. Heute bringen wir das NSI am Terrormorph an. Wenn es wieder so läuft wie zu dem Zeitpunkt, als die Soldaten ihn hier ablieferten, haben wir 15 Minuten, um ihn zu sedieren. Wir sollten keine Zeit verschwenden. Okay, da waren diese Kratzspuren von diesem Terrormorph, ne? In dem Container, was wir da gesehen haben. Ja, sowas ist immer sehr interessant. Die Berichte lesen und das gibt den Einrichtungen, in denen man unterwegs ist, nochmal was ganz anderes mit. Ach, guck mal, Tiefminenhelm. Ja, braucht ja jetzt hier keiner mehr. Und ein Ständer. Ein Helmständer. Ach so. Da geht's hoch. Moment. Naja, ah, ne, okay. Von da, ja, alles gut. Ich dachte, da wäre noch ein anderer Weg gewesen. Dich hatte ich schon mal leer. Ach! Dr. Wynn! Sie haben es ja nicht so weit geschafft, wa? Okay. Ich erfasse in der Nähe einen Tresor. Wir könnten seinen Inhalt nutzen, sofern Sie Digi-Dietriche bei sich haben Ja. und es mit persönlichem Besitz nicht so eng sehen. Nö, das geht, das sehen wir nicht so eng. Alles gut. Scheiß Vieh. Heilpaste, das nehmen wir mit. Ah, guck mal.
Notfalls Late 2. Wir sind tot. Wir sind alle tot. Die Kommstation ist zerstört. Der ganze Raum ist zerstört. Wir können keine Hilfe rufen. Ich höre den Terrormorph irgendwo brüllen. Und Leute, die schreien. Da fällt mir ein, wäre ja echt doof für uns, wenn der Terrormorph noch hier wäre. Hallo? Vielleicht sind das die kleinen Babys von dem Terrormorph. Schrotflinten-Munition. Huch. Ah. So, dann wollen wir mal. Fülle alle freien Schlitze, um das Schloss zu öffnen. Wähle einen Schlüssel, dann drehe ihn, bis er in die Lücken passt und lasse ihn einrasten. Du kannst jeden Schlüssel nur einmal nutzen. Was? Ja, aber... Da unten steht zweimal A, aber... Also ich habe das damals im Video gesehen, das muss alles übereinstimmen, aber das, ihr seht es ja, das geht hier nicht, oder kann ich... Ach so, ich kann da rechts, mit dem rechten Trigger kann ich die... Okay, gut, ne, das wusste ich nicht. Kann man hier was anderes auswählen? Warte mal, dann machen wir es mal so. Und so. Und jetzt machen wir es... Ah, okay, jetzt verstehe ich das, ja. Ja, okay. Okay, okay, cool. Ja, doch, gefällt mir. Sehr schön. Okay, wunderbar. Laserkartusche. Schrotflintenpatrone hüllenlos. Also nackt. Kümmere dich um den Kapitän der Crimson Fleet. Dachzugang? Oh! Bossfight auf dem Dach oder was? Ja, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Vielleicht sollten wir dem ein Geschenk mitbringen oder so. Erstmal mit dem eine Runde quatschen. So, da schauen wir uns an. Wird zur Herstellung verwendet? Nehmen wir mit Helium 3. Nehmen wir alles mit. Kupfer, alles. Das Ding, ja, auch, komm, auch nochmal. Des Technikers Helm. Tiefminen. Selten. Kann ich ja auch schon vergleichen? Ja. Der ist aber... Das ist exakt der gleiche. Techniker, minus 15% Schaden von Robotergegnern. Ah! Deswegen der eine Stern, weil der eine ein Attribut da irgendwie noch zusätzlich hat. Also, oder eine, ach, wie nennt sich's? Ihr wisst, was ich meine. Nicht Attribut, sondern so eine Eigenschaft irgendwie. Kann ich das direkt anlegen? Nee, das geht nicht, ne? Ich muss es erst nehmen. Okay, warte mal. Dann. Nehmen wir mal den. So, jetzt wechsle ich mal wieder auf Maus und Tastatur und dann geht's hier weiter. Oh. Deine Uhr piepst schneller, wenn der Schutz deines Anzugs nachlässt. Die Frontier hat einen neuen Captain. Arbeitest du mit Barrett? Oder hast du ihm die Schlüssel des Schiffs aus den toten Händen entwunden? Ich bin von der Constellation. Die Angriffe auf unser Schiff müssen aufhören. Lügen, genau. Ich habe Barrett getötet. Sag also deinen Piratenfreunden, sie sollen Leine ziehen. Genug geredet. Ich muss heute noch woanders hin. Auch schön. Gefällt mir.
Was habt ihr überhaupt für ein Problem mit Barrett? Ja, wir können ja erstmal fragen. Wir haben kein Problem mit Barrett. Wir wollen das Schiff, die Frontier. Wenn du jetzt ihr Captain bist, sind wir wohl hinter dir her. Na komm, wir lügen den Idioten mal an. Oh nein, wir waren nicht hinter Barrett her. Ach ja, stimmt, ja. Hinter dem Schiff. Ah, ja, Entschuldigung, ich habe mich versprochen, ich meinte was anderes. Wird von der Frontier erzählt, dass die Constellation ja. Schätze in den Laderäumen verwahrt. Die Beute von 100 Planeten. Naja. Diese Aussage ist zum Teil richtig. Ruhe, Vasco. Die Frontier war bei vielen Planeten und Monden, aber in den Laderäumen befinden sich nur Ersatzteile, Staub, dehydrierte Lebensmittelpartikel und verschiedene Ameisenarten. Es ist mir egal, mit welchen Lügen Barrett diesen Roboter programmiert hat. Das Schiff gehört uns. Vor allem, er sagt noch, er ist ja gar nicht hinter Barrett her, sondern hinter dem Schiff. Und ich sag, ja, ich habe Barrett getötet, also hau jetzt ab. Überzeugen, auf meinem Schiff gibt es keinen Schatz. Verschwindet, bevor noch mehr Leute verletzt werden. Angreifen, höchste Zeit, dass wir die besiedelten Systeme etwas sicherer machen. Wir können uns wohl nicht friedlich darauf einigen, dass wir uns nicht einig sind. Finde ich gut. Wäre er hier, würde Barrett sagen, dass er stolz auf Ihre Frage ist. Die Antwort lautet nein. Das ist aber schade. Wir können noch mal überzeugen. Spar dir die Worte. Das Schiff gehört uns. Um eine Person zu überzeugen, musst du erfolgreiche Entscheidungen treffen. Dabei kannst du aus Schmeicheleien, Ablenkung oder sogar Bedrohung wählen. Jede Wahl weist eine bestimmte Schwierigkeit auf. Je höher diese ist, desto eher scheiterst du. Aber desto mehr Punkte erhältst du bei einem Erfolg. Du hast nur eine begrenzte Anzahl von Entscheidungen, scheiterst jedoch nie, wenn deine letzte erfolgreich war. Ach so. Ah, okay. Dachte, jetzt kommt gar nichts mehr, aber okay. Ihr irrt euch, die Constellation ist ein Entdeckertrupp, das sind keine Schatzjäger. Also da stehen die Chancen sehr gut, ne? Gibt auch nur einen Punkt, aber wie viele Überzeugungspunkte brauche ich denn? Weiß man nicht. Finde ich dann raus. Also wenn du Schiffe tauschen willst, nur zu, die Frontier gibt eh bald den Geist auf. Ich finde solche Antworten gut. Ich habe gerade deine gesamte Crew erledigt, willst du wirklich dein Glück mit mir versuchen? Wir haben halt keinen hohen Wert zum Labern, ne, mit den Leuten. Ich probiere jetzt einfach mal das zweite, weil ich es einfach witzig finde. Du würdest das Schiff aufgeben? Einfach so? Ha. Dann nehme ich jetzt mal das erste. Ihr irrt euch, Constellation ist ein Entdeckertrupp. Sind sie nicht? Sicher? Ich fasse es nicht. Kein Schatz. Wir haben dieses alte Constellation-Schiff völlig umsonst verfolgt. Ja. Hau ab. Nimm deinen Roboter und dein Schiff und verschwinde. Wenn ich euch noch einmal sehe, bist du tot. Geil. Sollten wir ohne Behinderung durch die Crimson Fleet zum Hauptquartier der Constellation reisen können. Reise schnell zu deinem Schiff, drücke F, um den Scanner zu öffnen. Und dann? Ach so, und da könnte ich dann draufklicken und dann bin ich da. Was ist denn, wenn ich die jetzt trotzdem wegfege? Ich will mich ja trotzdem ein bisschen hier umsehen, also... Wir hauen mal noch nicht so schnell ab, das machen wir gleich, aber ein bisschen... Könnte man mal so einen Strich durchs Bild... Ich glaube, das ist der von diesem Vasco da, dieses, was da jetzt gerade immer kommt. So. Ah ja. Oh nee, immer Müll. Vielleicht gibt es ja irgendwo noch einen. Ach, geil. Daimos Rucksack? Physische Resistenz deutlich besser. Vergleichen wir mal. Physisch geht ein bisschen runter. Energie um 4 hoch. EM um 3, um 4 hoch. Und hat ein einfaches Boost-Pack.
Kann ich das echt nicht direkt... Nicht E gedrückt halte? Nee, ne? Dann nimmt das nur... Noch ein Medipack. Sehr, sehr gut. Okay. Hat sich doch gelohnt, hier direkt nochmal sich umzusehen. Komm, ich mach mal ein bisschen Licht an. Was gut. Da ist aber auch wieder ein Ausrufezeichen. Ich weiß noch nicht, was das Ausrufezeichen macht. Ja, Boostback können wir noch nicht einsetzen. Wäre auch ganz cool. Den Perk. Das meinte ich vorhin. Müssen wir dann noch erlernen? Was ist denn das da hinten? Also hier gibt es schon noch einiges zu entdecken. Also... Und die Kollegen da unten stehen ja auch noch rum. Soll ich die wegknallen? Gehen erstmal nochmal hier hoch. Welches Level hat denn der? Kann ich das sehen? Brogan. Nee. Ja, ein bisschen mit Müll. Oh, guck mal. Mit Müll bewerfen. Ne, das war nicht werfen. Ich weiß nicht mal, wie es werfen mit Maus und Tastatur ging. Oh. Wow. Episch. Erfahren im All, plus 30% Schaden im All und minus 15% Schaden, während du dich auf einem Planeten befindest. Brand verursacht zufällig Brandschaden. Okay, krass. Geil. Ey, nicht schlecht. Nicht schlecht. Das ist die Cutter. Wollen wir uns das Teil mal reinziehen? Das ist er. Fällt mir sehr. Also ich bisher, wir sind jetzt so 2,5 Stunden im Spiel, macht es echt Laune. Und wir haben ja noch gar nichts gesehen vom Spiel. So, wollen wir mal, wir können ja mal... Oh shit. Shit, das war dumm, das hätte ich... Oh fuck. Okay, da regeneriert sein Schild relativ schnell. Alles gut, Vasco. Krieg ich mal hin. Alter Schwede, hält die gerade, wenn ich da durchballer. Leck mich am Arsch. Hat da nicht so unendlich viel... Oh. Ah, sehr gut. Ja. Bitte lassen Sie sich nicht erschießen. Ah ja, alles gut. Körperliche Verfassung angeschlagen. Nice, jetzt brennt der. Ich mache mit der zwar weniger Schaden auf Planetenoberflächen. Aber die ist trotzdem immer noch sehr gut. Alter Schwede, guckt euch das mal an. Ja, ich nehme immer was zu futtern zwischendurch. Guck mal vor. Nice, ey, ich will den erledigen. Shit, ich habe nicht mal viel Munition mit der Knarre. Okay, der brennt jetzt noch. Yes, er ist tot. Nice. Okay. Munition ist allerdings alle, da habe ich auch noch 2 Schuss.
wir gehen ja gleich wieder raus. Ich muss mich jetzt mal kurz... Oh, da werde ich hier in der Ecke getroffen vom Schiff. Ja, ich muss aber mal noch kurz überlegen, wo hier was ist. Entschuldigt, wenn das so ein bisschen komisch noch rüberkommt. So, Waffen, was haben wir denn noch? Die haben wir angelegt. Ja, doch, die könnten wir noch mal nehmen. Habe ich die mal auf die 4? Ich weiß nicht, ob ich dafür noch Munition habe. Ja, 500 Schuss, sehr gut. Davon auch noch. Beschädigung durch Wald registriert. Ah, der lebt noch. What? Ich dachte gerade, der ist gestorben. Shit. Frieden ist keine gangbare Option mehr. Bogdan. Nee, Brogan. Bogdan. What the fuck, Alter Vasco? Ach, links unten auf dem Radar da über der Map, da sehe ich, wo die Leute ungefähr stehen. Ist der jetzt hier gerade gestorben, oder? Die stehen alle da hinten drin. Brauche ich von hier gar nicht da drauf zu schießen. Okay. Ist der abgehauen? Oh, Helium 3. 10 Mal, das nehme ich mit. Ah, okay. Ah, shit, da müsste ich so rüber. Ah, fuck, der war doch hier gerade, oder ist der echt abgehauen, ja? Zumindest sehe ich den hier nirgendwo rumliegen. Müsste ich mal gucken, wie ich jetzt da rüber komme. Mit einem beherzten Sprung wird das wahrscheinlich nicht ganz klappen. Da unten hatte gerade einer geschossen. Vielleicht ist der da runtergefallen vorhin oder so. Echt jetzt? Hat er jetzt da hinten drauf gehauen? Alter, da gehen wir gleich mal hin, wenn wir das hier... Du bist erledigt! Vasco ist da oben, sehr gut. Nice, sehr gut, Vasco. Puh, ey, läuft ganz gut. Schwierigkeitsgrad gefällt mir auch sehr gut gerade. So, da hinten ist noch einer. Vielleicht ist das... Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Piratenboss. Da ist er, jawohl. Yes. Vielleicht hat der was Schönes dabei. Chamäleon. Okay, wir nehmen das erstmal alles mit. Credits, sehr gut. Lederbekleidung. Oh, Lederkleidung.
Eine modifizierte Malstrom, okay. Chamäleon, Sternenwager, Buntrucksack selten. Nehmen wir mit, wenn wir es verkaufen. Yes, Vasco, geil. Jetzt gehen wir mal hoch ins Raumschiff. Oh, mega gut. Puh. Ich glaube, den Boost hole ich mir. Ich dachte vorhin, ich verreck, als ich darüber gesprungen bin. Aber nee, das hat gut funktioniert. Ich weiß, ich stelle mich ein bisschen dumm gerade an beim Kämpfen, aber ich, wie gesagt, das ist. Erstmal reinkommen. Was ist denn da rechts oben? Läufst du mit? Oh, wir sind überladen. Ach so, Vasco. Wir müssen ins Alpha Centauri. Kann ich Ihnen was abnehmen? Ja. Geil. Nicht schlecht. Kraken. Ach, komm. So eine kleine. Mhm. So, einmal das. Und dann hatten wir doch noch Rucksäcke. Thermal hat der Strahlung. Halt im Schleichmodus still, um mit deiner Umgebung zu verschmelzen. Okay, auch geil. Ich leg den jetzt einfach mal an, weil ich es ganz geil finde. Vasco, gib mir nochmal meinen Rucksack wieder. Danke. Den möchte ich direkt mal anlegen gleich. Du nimmst das einfach alles mal. Und die hatten wir, ja. Wir müssen gucken, dass Vasco nicht überlädt. Das sind alles so Sachen, die wir dann mal später verkaufen. Aber da kann die erstmal mitnehmen. Okay. Herzlichen Dank, Vasco. Vielen, vielen Dank. Super. So. Schnappen wir uns deren Schiff. Ich habe jetzt gerade festgestellt, dass wenn ich sprinte, also Schiff. Das Raumschiff ist weg. Ach lol. Okay, gut. Könnte ich sagen, da saß noch der Pilot, der ist abgehauen. Das ist aber schade. Ah, da hätten wir bestimmt noch mal was Schönes plündern können. Na gut, das hat jetzt leider nicht funktioniert. Genau, wenn ich Sprinte und Shift reindrücke, ich muss nur Shift drücken, damit der sprintet. Das gefällt mir aber nicht, da muss ich mal gucken. Ob man das hier irgendwo umschalten kann? Ja, und das hier müsste es mit Rennen geben. Gibt's aber nicht. Schade. Ne, bei den Waffen geht's. Also da bin ich auch eher Freund von, wenn ich, solange wie ich halte, dass der in dem Modus ist. Und so hätte ich es auch gern mit Sprint. Ich hätte gern Sprint nur so lange, wie ich drauf drücke. Aber ist jetzt alles halb so wild. Dann können wir laufen mal die paar Meter zurück. Hier gibt's halt noch andere Sachen, ne? Aber wir machen erstmal weiter. Wir müssen mal ein bisschen vorankommen mit der Hauptstory, würde ich sagen. Um die anderen Features und so nach und nach freizuschalten. Ach, guck mal. Oh. War jetzt grün schon entdeckt, oder? Wie war das? Kommt alles mit. Achso, ich muss einfach näher ran. Nee, blau ist unentdeckt. 25. Ressource Fasern. Halt.
nicht unser Raumschiff erstmal scannen. Ja, weil es blau war, dachte ich, das geht. Aber das geht. Okay. Oh, hier liegen schön viele Ressourcen rum. Am liebsten würde ich alles sofort einsammeln. Bisschen was hier ringsrum ums Schiff liegt, nehmen wir nochmal mit. Da hinten ist auch noch eine Pflanze. Was ist das da? Argon. Guck mal, Analyse haben wir. Ach so, extreme Hitze, Gasschlot. Kann ich das nicht abbauen oder? Natürlich sein. In den Dingen haben wir 38% gescannt. 50? Hier war doch noch irgendwo. Neon. 6 von 8 Ressourcen. Ja, wir landen hier mit Sicherheit nochmal. Vielleicht gehen wir in Orbit und landen einfach mal woanders, auf einer anderen Stelle. Hä? Hatte ich die davon nicht gerade gescannt, oder? Ja, hatte ich. Okay, ich kann es auch nicht nochmal scannen. Okay, gut. Dann... direkt ins Cockpit gehen, aber ich gehe erstmal so rein. Gibt's. Um zur Loge zu kommen, müssen wir zum Planeten Jemison im Alpha Centauri-System springen und in der Stadt New Atlantis landen. Okay. Keine Sorge, bald geht Ihnen das in Fleisch und Blut über. Ja, denke ich auch. So. Haben wir denn hier irgendwo so eine Art Ruck, also eine Kiste oder so, wo ich ein bisschen Zeug abladen kann? Oder? Schon schön gemacht. Man kann halt jetzt nicht auf dem Planeten direkt von hier einfach so mit dem Raumschiff über den Planeten fliegen. Stört mich aber gar nicht so sehr. Also gar nicht eigentlich, weil ich habe das so viele Jahre lang, tausende Stunden in Elite Dangerous gemacht. Da juckt mich das gar nicht, dass das hier nicht so der Fall ist, wenn ich ehrlich bin. So, wir abheben, wa? Hier, Dreieck, Y, was auch immer. Irgendeine Taste zum Abheben. Schild ist offline. Vielleicht landen wir direkt nochmal auf dem Planeten, nur an einer anderen Stelle, um das mal zu testen. Wenn es geht, wenn mich das Spiel das jetzt machen lässt. Wir gehen jetzt wieder zurück in den Orbit. Ich finde das auch nicht schlimm, dass man jetzt so, ich sag mal, raus teleportiert wird. Ob ich das jetzt, weiß ich nicht, 500 Mal in einem Spieldurchgang manuell mache, was auch wieder Zeit kostet. Oder ob es so direkt geht, warum auch nicht. So, wie war denn das jetzt? M? Da waren wir gerade, sehr gut. Da gab es ja noch andere Sachen. Ressourcen anzeigen. Ach, guck mal. Ach. Oh, das ist aber nett. Wenn wir jetzt mal hier auf so einem... Kann ich hier einfach landen, ja? Kann ich... Da will ich landen. Ja. Okay, was? Das ist ja geil. Aha. Und die werden jetzt immer prozedural generiert, ne? Hinten sieht man auch so ein bisschen den Schnee. Hier von diesen Pflanzen, die können wir gleich mal scannen. Ah ja, okay. Geht doch echt zügig. Also würde nicht schneller gehen, wenn man manuell runterfliegt. Und wenn ich jetzt mal verlassen, mache ich jetzt mal, bin ich direkt da außen aus dem Schiff, ne? Ich mag es ja gerne sehr immersiv, deswegen werde ich wahrscheinlich einfach hin und her latschen jedes Mal. Ach so, warte mal, M. Nee, G. Genau. Oh, da ist auch direkt was.
Okay, ja gut, das war wieder falsch. Sehe ich das denn hier im Scanner? Da hinten tatsächlich, okay. Komm, wir laufen da mal hin. Bewohnte Höhle. Oh. Ja, guck mal, hier gibt's. Da stand gerade was mit Robotik. Links unten, da wo eigentlich E-Scan ist, wenn ich über dem Tier bin, steht da Robotik, greifen die an? Ha, eine kleine Herde. Sehr gut, sehr gut. Ich wollte euch doch nur scannen. Es tut mir so leid. Vasco, Vasco, Vasco. Es muss nicht sein. Wir können einen anderen Weg finden. Ah! Nein, Vasco. Nein. Asko. Entartetes Quarksgewebe. Körperflüssigkeiten. Antimikrobiotikum. Uran. Bitte. Ja, ja, danke, danke. Silber. Hm? Die Musik ist noch so gefährlich. Wo ist denn jetzt die Höhle? Die ist... da. Wow, das war ja was, ey. Scheiße, ich wollte die nicht auslöschen. Vasco, weißt du. Huch. Naja, gut. Aber die Trilobiten lassen wir in Ruhe, ja? Natürlich, ja, ich sag mal, an No Man's Sky angelehnt, das mit dem Gescanne. Aber das finde ich nicht schlecht. Also, Sachen scannen auf fremden Planeten, finde ich gut. So wie es umgesetzt ist, ist es nicht zu aufwendig. Es geht recht zügig, ne? Man klickt das einfach an, geht ein bisschen näher ran. Und schon sind die Daten im Sack. Da sind ein paar Trilobiten, die brauchen wir. Was kriegt, was? Pirschjäger? Sehe ich nicht. Hier unten drunter. Bin mal gespannt, was man später so an diesen Ressourcen so braucht, ich vermute ganz stark, dass es für die Außenposten ist. Und die meinten ja auch, ich kann hier jetzt schon Außenposten setzen? Ach, auf R kann ich das machen. Echt so? Echt, das geht jetzt schon, ja? Okay, er ist hier abgefahren. Ich bin von ausgegangen, dass man das irgendwann mal... Eine brauchen wir noch. Einfach mal freischaltet. Per... Da ist eine 8 dahinter. Okay. Hier geht es jetzt gerade nicht. Vermutlich bin ich zu nah da dran, könnte ich mir vorstellen. So, Flora 1 von 3. Fauna 1 von 3. Ja, die toten Tiere von vorhin. Ja. Und Ressourcen 6 von 8. Ach, guck mal. Alter, Vasco, manchmal erschrecke ich mich vor dir echt jetzt, weil das Angestampfe... Da sind wieder die freundlichen Kreaturen von vorn. Ah, hier, Trilobit ist 2, ja, genau. Fehlen noch ein paar. Laser. Ach, guck mal hier, jetzt haben wir 20 damit getötet.
Alter. Ich glaube, der hat mich gerade kurz gestunt. Wird was gereicht. Wo ist denn die Höhle? Da oben. Lass das Tier in Ruhe. So, warte mal. Wir haben... Wie war denn das? Ah ja, P. Kampflaser. Und dafür bräuchten wir jetzt wieder einen Skillpunkt. Okay, fehlt auch nicht mehr so viel bis zum nächsten Level. Ich heile mich mal ein bisschen. Ah ja. Ach, hier ist eine Höhle. Bewohnte Höhle, Ort entdeckt. Oh. Ohne Schutzanzug. Alien Nuggets. Ein Helm. Ein Stuhl. Ach ja, ja, kann man wieder warten. Ja, ja, stimmt, okay. Fotomodus geht natürlich auch. Sehr schön, das gefällt mir. Wie könnte man den beenden? Achso, ich könnte den auch über einen Scanner aufrufen. So, liegen hier irgendwo Dokumente rum? Alien-Sandwich. Noch so ein Deimos-Rucksack. Nehmen wir alles mal mit. Weiß gar nicht. Wir hatten Vasco was gegeben. Ah, wir sind schon wieder bei 126. Ja, wir müssen dann mal irgendwann was verkaufen. Irgendwo, keine Ahnung. Darf nicht mehr so viel Zeug mitnehmen. So, mal schauen. Unsere erste Höhle. Alles ist neu. Bin gespannt, wann die sich vielleicht mal irgendwann... Irgendwann gleichen oder so. Das ist auch nur wieder ein Cutter. Gibt es einen Höhlencutter oder sowas? Nee. Ey, das ist aber groß. Okay. Oh, das gefällt mir. Schrotflintenmunition. Oh, Credits. Oh ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir mittlerweile haben, aber so ein bisschen was gesammelt haben wir schon. Amp. Neueste Frühstücksmüsli von Centauri Mills. Eine kontroverse Zusammenarbeit mit der UC Navy. Ein Minipack. Ja, sehr gern. Wie viel habe ich denn da noch? 10. Okay. Achso, das war's denn hier schon, ja. Hier sind wir gekommen. Aha, aha, aha. Komm, nehmen wir alles mal mit. Oh, 3800 Credits. Nice. Stark. Ah ja, 6700 Credits haben wir gerade. Stand links unten eben da. Noch ein Medipack. Ja, bin großer Freund von Medipacks.
Schrotflintenmunition, aber Schrotflinte an sich habe ich, glaube ich, noch nicht gefunden. Oh ja. Medipacks, nochmal so eine Eon. Oh, das. Was war das für ein. So ein Messgerät, die brauche ich, glaube ich, gar nicht. Nee. Das können wir hier lassen. Achso, da hinten geht's raus. Okay. Wird mir auch angezeigt. Oh. Immer ein bisschen Schiss, wenn der auf einmal so vor mir oder bei mir auftaucht. Ach ja, nee, das ist der Weg. Den sind wir vorhin gegangen. Da waren wir gerade. Hier ist der Sauerstoff ausgegangen. Vorsicht, der CO2-Wert steigt. Oh. Ach so, So, jetzt erholt sich's wieder. Ach du meine Güte, da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Wieso ist da drin der Sauerstoff ausgegangen? Die Mechanik habe ich jetzt nicht kapiert. Also ja. Kann schon irgendwie sein, aber ich weiß jetzt nicht warum. Ach, ich hab wieder zu viel Last. Vasco, du musst nochmal. Wir sollten nicht mehr. Ich nehme ihnen gerne. Er hat noch 82, bin wieder bei 145. Komm, hier nimm mal ein bisschen was, was ich eh nicht nehme gerade. Das ist die modifizierte, die hat schon 3 Mods, verlängerter Laufen, Bindungsbremse, taktisches Magazin. Immer noch zu viel. Ach so, ich habe ja viele von den Ressourcen. Die wiegen ja einiges hier. 12-mal Blei. Eisen. Ja, das wiegt viel. Helium 3. Wobei Helium dürfte nicht so viel wiegen, oder? Achso, Vasco kann ich mehr tragen. Ah, schade, okay. Dann müssen wir uns jetzt beide ein bisschen vorsehen, dass ich da nicht zu viel noch mit mir rumschleppe. Tja, da hinten ist noch so ein Kran. Gebäude. Ach, jetzt könnte ich auch hier Schnellreise mit E machen. Ah, okay. Aber ich möchte noch mal gucken. Mit dem Außenposten. Ich nehme jetzt trotzdem wieder ein bisschen was mit. Also ein weiteres Tier gibt es hier irgendwie noch. Hier würde das gehen. Ah ja, okay. Silber und Helium 3 braucht man dafür. Na gut, nee, möchte ich aber gar nicht. Halt, weg von dem Schlot. Ah ja, okay, 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 okay. Ich glaube, wir müssen dann wirklich erstmal die Hauptquest. Es ist immer. Die Ablenkung ist einfach zu groß, in den Bethesda spielen. Aber irgendwo mal hin, dass wir auch mal wissen, wo wir was verkaufen können oder so. Da haben wir noch gar nichts gefunden bisher.
Das ist ein großes Gebäude. Wir können ja noch mal kurz hinschauen. Sieht eher aus wie eine Anlage statt nur einem Gebäude. Ist das da noch ein anderes Tier? Nee, das sind auch die Kriedgraser. Dann können wir, wenn wir schon mal hier sind. So viel wiegt das nicht. Das nehmen wir ruhig mal ein bisschen. Haben wir später mal schon so ein paar von den Ressourcen, wenn wir damit irgendwie was herstellen können oder bauen oder was auch immer. Aber interessant, dass ich hier direkt schon einfach mal... Wir sind so lila Bäume vielleicht. Ah ja, guck mal hier, 7 von 8. Da ist noch was. Ach, hier auch. Nebelranke. Ah ja. Ach, Wasser. So, Ressourcen haben wir. Ballert denn der schon wieder drauf? Lass die Viecher in Ruhe. Lass go. Hirscherjäger. Ah, okay. Beschädigt. Riech mal hin. Achso, muss ich erst aufladen. Ja, kleinen Moment, ich helfe dir gleich, Vasco. Ach so, das sind die anderen. Diese Pirscher. Da fehlen auch nur noch 3 oder so, muss ich scannen. Die waren schon irgendwie... zu über 60% gescannt. Okay. Also Fauna haben wir jetzt das zweite gefunden. Ich kann nicht dran vorbeilaufen. Ich müsste es aber mal. Das sind auch wieder, genau hier, 63%. Hey, großer. Einer noch. Okay. Gut erwischt. Ich brauche doch immer ein Bildchen für die Vorschau. Einer noch. Ja, Fauna, stimmt. Diese kleinen Trilobiten, die fehlen uns auch noch. So, ein paar Nebelranken noch. Aber die beiden und dann reicht's. Ach hier, guck mal, Biom abgeschlossen steht dort. Für die Flora. Ah, okay, also gibt es verschiedene Biome, in denen dann verschiedene Kreaturen oder Pflanzen oder, ja, gut, Mineralien haben wir ja vorhin gesehen, auf der Übersicht vorkommen können. Sieht aus wie so eine Chemieanlage oder irgendwie sowas, irgendeine Fabrik.
Hau ab. Habt ihr nichts getan? Ach ja, wir haben vorhin nur einen Skillpunkt bekommen. Vielleicht sollten wir in... Das sind diese Boost Packs, ne? Ja, komm, machen wir jetzt mal. Zack. Ah ja, sehr gut. Unfertige Hangar. Oh, das ist dieser dieser Terromorph. Ach du meine Güte. Da laden wir mal alles durch. Vasco, noch nicht. Noch nicht. Mann. Gut, da ist keine Munition mehr drauf. Auch gut. Da ist Munition drauf. Okay. Speicher mal. Wo ist er hin? Ich nehme jetzt einfach erstmal mit, bis mir anzeigt, dass wir überladen sind. Der Terramorph ist gerade weg. Oh, ein Digi Dietrich. Das ist ein geiler Name, Digi Dietrich. Können wir uns vielleicht was Schönes leisten, wenn wir mal einen Händler finden? Jetzt ist dieser Terramorph hier weg. Weiß, dass wir gut sind. Aha. Der war doch gerade hier. Haut der vielleicht ab und ich muss echt Glück haben, den mal zu erwischen? Ist jetzt nur eine rhetorische Frage, die ich mir selber stelle. Müsst ihr gar nicht drauf eingehen. Ach guck, da gibt es noch mehr. Natürlich. Und das? Gebäude. Nochmal natürlich. Wir nehmen mal natürlich 664 Meter. Hey, es wird gerade dunkel, oder? Okay, wenn sich unser Freund der Xenomorph nicht mehr blicken lassen möchte. Kann ich das irgendwie markieren oder so? Nee, ne? Ja, es wird dunkel. Ah ja, tatsächlich. Okay, cool, cool. Die Planeten rotieren dann oder ja, wird dann halt einfach dunkel gemacht irgendwann, wenn man auf der hellen Seite landet. Schönes. Hier sind noch mehr eingebuddelt. Ich komme nicht immer raus. Bin ich ganz froh drum. Ach, das da oder was? Komm, Vasco. Komm, komm, komm. Das
Das Boostback-Training, ja, das Pack-Training. Machen wir gerade. Unbekanntes Merkmal. 1 von 4 gescannt. Erodierte Felszungen von längst verschwundenen belebten Ozeanen. Ach so. Scanne diesen. Das ging zu schnell. Aha. 1 von 4. Oh. Ey. Wow. Oh, das ist geil. Ey, Leute, hier ist Wasser. Ich wollte gerade sagen, guck mal hier, wie schön das leuchtet bei Nacht. Ach, das gehört auch dazu. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Aha. Das da bestimmt auch und das da hinten bestimmt auch. Oder? Nee. Schutzregeneration. Hat es mir gerade angezeigt. Okay. Na gut, das sind so Sachen, da gewöhnt man sich dann irgendwann dran, oder? Das hatten wir gerade. Ach, da sind 2 davon. Ah doch, den habe ich gerade gescannt, genau. Oh. Mastzoologin. Oh. Was macht ihr denn hier? Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Herz plus. 20% Gesundheit für 2 Minuten plus 200 schadensresistent. Wow. 300 Credits. Jo. Nochmal. Ja, schön schön gemacht. Das ist schon eine schöne Landschaft, ne? Auch wenn das alles so ein bisschen instanziert ist auf dem Planeten, aber kannst ja lang genug hier rumrennen. Finde ich nicht schlimm. So, 1 brauchen wir noch. Tiefseevorkommen. 100 EP gab's. Wow. Okay. Und da war er dann da hinten. Hä? Jetzt doch vorhin. Mit G? Direkt die Oberflächenkarte angezeigt. Das ist auch wieder was Natürliches. Okay, ah ja, okay. Gebäude, natürlich. Ist ein bisschen... Schade, dass ich mir das hier nicht so markieren kann. Okay. Dass der weiß. Nee, ich wollte zu dem anderen natürlichen, was so ein Gebirgesymbol irgendwie hatte. Nee, da ist die Front hier. Dann ist das da hinten doch irgendwo gewesen, oder nicht? Ach so, wenn ich den Scanner am Hand habe und G drücke, komme ich hier rein. Ach so, ein Stückchen weiter links ist das, okay. Da hinten irgendwo. Mahlzeit. Mal hier. Von euch brauche ich noch 2. Hast du noch Bruder und Schwester und Mama, Papa hier irgendwo rumkriechen? Ja, da. Und da hinten auch noch. Yes.
Nice. Einer noch. Da fehlt nur noch eine Pflanze. Ich verstehe gerade nicht. Warum? Ist das noch so weit weg, ja? Ich meine, dann gehe ich erstmal dahin. Die Musik ist echt toll. Sehr begeistert von bisher. Echt eine schöne Sache. So viel zum Thema, wir machen erstmal die Hauptquest. Aber es ist einfach, wenn wir schon mal hier sind. Da muss dann auch noch was sein, aber... Bin ich erstmal gespannt, was es da vorne ist. Ach, das sind auch wieder so Felsen. Aber wenn die so viele Erfahrungspunkte geben, 100 hat das Scannen von den 4 Dingen gebracht. Das ist ja Wahnsinn, da kriege ich ja viel mehr, als wenn ich einen Gegner abballer. Ja, das ist auch wieder was Ähnliches. Oder das Gleiche einfach. Tiefseevorkommen, ah ja. Ach so, das habe ich jetzt schon mal gescannt, deswegen kann ich es nicht nochmal scannen. Ah, verstehe. Ja, da muss ich näher ran? Nee. Das ist das Tiefseevorkommen. Tiefseevorkommen haben wir hier schon, wissen wir schon Bescheid über den Planeten, dass hier sowas gibt. Ah ja. Ja, warum nicht? Ist ja auch ein großer Planet. Da kann das ja auch gern viel öfter vorkommen. So, und da hinten ist aber noch was. Da will ich jetzt auch hin. Wir sind schon auf dem richtigen Weg. Es wird aber auf dem Scanner noch nicht angezeigt. Ach, ah, okay. Das wäre wieder eine Höhle. Ah ja, verstehe. So, hier fehlt jetzt noch ein... Wie war das mit dem... Ah ja, okay. Ja, das ist wirklich eine Schnellreise. Kann man, wenn ich jetzt hier bin, direkt nochmal einen Landeplatz auswählen? Da waren wir. Sind wir hier? Zum Südpol, hier in die Schneeregion. Kann ich direkt dahin reisen, ja? Geil, sehr gut. Reik Level 3. Ach, guck mal. Alter. Ah, erstmal raus aus dem Cockpit hier. Hier gibt es echt keine... Ach, hier, lol. Ein Tresor. Habe ich jetzt, was habe ich denn da jetzt genommen? Blei? Weiß nicht. Der gelehrte Astronom. Seht ihr? Ich glaube, das war das, ne? Als ich den gelehrten Astronomen hörte, als ich die Beweise und die Zahlen in Spalten vor mir aufgereiht sah, als man mir Tabellen und Diagramme gab, um sie zu addieren, zu dividieren und zu messen, als ich des Astronomen-Vortrag hörte, den er unter viel Applaus im Hörsaal gab, da fühlte ich mich alsbald unerklärlich müde und krank. Bis ich mich erhob und aus dem Hörsaal stahl, um alleine vorzugehen. Und in der mystischen, feuchten Nachtluft hin und wieder hinauf zu den Sternen zu blicken in vollkommener Stille. Walt Whitmans, als ich den gelehrten Astronomen hörte, fasste die Verachtung des Autors für die wissenschaftliche Überanalyse der Schönheit der Natur in nur einer kurzen Strophe treffend zusammen. Ach so, war das ein Lied und ich habe es nicht gesungen. Tut mir leid. Ah ja, okay. Das hier ist natürlich geil, denn der Spind des Kapitäns. Ja, das ist ja dann meiner. Der Finger, Vasco, Finger weg. Das ist meiner hier. Geil. Da kann ich ja hier Zeug drin lagern. Sehr schön. Okay, die wiegt 4. Okay. Cutter wiegt auch 4. Ja,
Kleine Laserpistole auch nicht schlecht, ne? Okay, also kann ich hier Zeug drin lagern, wenn ich hier sage, okay, hier alles. Alle Ressourcen lagern. Ach, da war gerade was. Warte mal. T. Kann nicht mehr gelagert werden. Warum? Ach so, 40. Ach, jetzt sehe ich es hier. Ach, okay. Da, ja, ist ein kleiner Tresor. Verstehe ich. Passt nicht so viel rein. Da liegen jetzt ungefähr 2 Waffen drin. Eine sehr groß. Der geht vielleicht relativ tief da nach hinten noch. Okay, ne, schön. Ich muss mal dran denken, dass ich da Zeug drin gelagert habe. Vasco, komm mal mit, wir gehen noch mal auf Erkundungstour da draußen. Fühlt sich das hier manchmal auf? Nee. Hab ich hier noch einen kleinen Tresor? Nee. Alles fit bei dir? Nicht, dass dein Schmierfett hier einfriert. Oh, was ist da hinten? Das sieht so quaderförmig aus. Wow, guck mal. Die Kristalle da. Ja, ist jetzt schön, am Anfang alles neu, egal wo man aussteigt. Ich denke, Alter, was ist denn das? So ein großes Gebäude. Wenn man das so ein paar Mal gemacht hat, dann wiederholen sich natürlich früher oder später auch Dinge. Also uns fehlt noch eine Blume. Ich dachte jetzt, vielleicht finden wir die in der Schneeregion. Wie viel Platz habe ich denn wieder im Inventar? 45 noch. Huch! Haben wir uns beide erschreckt, Vasco, hä? Wollte ich nicht. Ich will doch nur Ressourcen. Da. An der dachte ich. Ja, tatsächlich. Frostrohr. Das ist ja witzig. Okay, cool. Dann die Pflanze noch ein paar Mal einsammeln. Und dann haben wir den Planeten zumindest, was so diese Sache angeht, mal komplett schon mal erkundet. Da bin ich gespannt, wo man das einlösen kann später. Und das Geld bekommt. Ich muss leider näher ran. Hatten wir eigentlich noch ein Skill? Ach so, weil ich vorhin so viel gerannt bin, da hatte sich dieses das CO2 mehr gefüllt und das der Sauerstoff ging dann raus. Ah, okay, deswegen. So, 3 noch. Glaubst du, der Perk mit dem mehr tragen können, wäre schon relativ sinnvoll, ne? Man kriegt nicht so viel weg. Vasco ist auch dann schnell voll. Guck mal, Skillpunkt. Nice. 200 EP. Ah ja, okay. Ja. Huch, nee, das wollte ich nicht. Ach, warte mal, fällt mir gerade was auf. Links oben, da steht verfügbare Ressourcen. Ich dachte, ich brauche die Ressourcen, die vorhin schon mal da standen, um für den Bau von so einer, von so einem Gebietsbeanspruchungsgedöns da vor mir. Ach so. Nee, also hier gibt es Argon, Helium 3 und Wasser. Ja, man kann ja Sachen dann später abbauen, ne? Aber vorhin hieß es ja auch, man kann auch diese Analyse-Daten, die wir haben, verkaufen. So ein Bodenfahrzeug wäre vielleicht noch eine schöne Sache, die soll es wohl nicht geben. Na, für wirklich mal lange Strecken oder so. Aber zumindest, man sprintet relativ gut. Oh,
Hey, na? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Komm da raus. Ach shit, haut jetzt wieder ab. Asko. Wie nah ich ran kann, bevor die mich mitkriegen. Ich doch jetzt nur eine Granate hätte oder sowas. Was haben wir noch gar nicht gefunden? Vasco, hast du Granaten dabei? Okay, die verstecken sich immerhin direkt. Nicht alle. Ich weiß, sind nicht genügend Steine für alle von euch da, ne? Im Kampf ruft Barrett oft Peng, Peng, Peng. Ich weiß nicht warum. Okay. Müsste mit einer Energiewaffe den Schild von denen wegschießen und dann erst. Nee, nicht alle. Ja, okay. Ich futter mein Medipack. Ach, hier, du Arsch! Shit, ey, ich muss mal mehr da unten aus Radar schauen. Nicht gesehen. Okay. Ah, okay, nee. Wenn die weiße Leiste leer ist, dann geht direkt eine der roten runter. Pass auf. Ah, okay, interessant. Im Kampf ist das menschliche Todesrisiko stark erhöht. Danke, Vasco. Hast du vom Kalender geklaut, den Spruch heute früh, oder was? Willst du das an dir versuchen, ha? Zeitverschwendung! Ach, guck mal. Patronen liegen zumindest kurz rum. Schöner Rucksack. Wiegt halt auch immer relativ viel, ne? Einer ist noch. Wenn ich die alle erledige, bekomme ich da nochmal extra Erfahrungspunkte, oder? Fünf EP für den oder für sie? Nee, das war's, okay. Gut. So viel Zeug. Wir müssen aber wirklich erstmal irgendwo gucken, dass wir hier. Dass wir Zeug verkaufen können. So, wir verlassen jetzt einfach mal den Planeten. Oh Gott, ich weiß schon nicht mehr, wie das mit dem Raumkampf war, wenn da jetzt irgendwas. Ach so, nee, sorry, das war falsch. Jetzt habe ich auch. Ja, komm. Dann
Geh direkt ins Cockpit. Ja. So. Jetzt mit dem Kämpfen war. Aber den ersten Planeten haben wir schon mal. Fehlen nur noch 999. Sehr schön. Okay, ich muss mal kurz ein bisschen gucken. Das war das. Da links könnte man das alles ändern. Das, das. Raketen, alles da. Okay. Sehr schön. Okay. So, wir sollen in ein anderes System springen. Alpha Centauri, ja. So, dafür müssen wir. Ne. So, und wir müssen da unten hin. Ich mach's jetzt mal mit dem Gamepad. Sprünge 1, Sprungdistanz 18 Lichtjahre. Und die Entfernung sind 16 Lichtjahre. Ah ja, okay. Ach guck mal, Frachtraum. 154 von 450. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf den Frachtraum unseres Raumschiffes zugreife. Okay, habe ich jetzt ausgewählt, ja? Oder? Ne, warte. Jetzt ist festgelegt, ja. Hallo? Okay, kein Interface. Hilfe? Ah ja. Ah, okay. Das macht er jetzt irgendwie so. Kraftsprung hochfahren, oder? Ich hole uns ein bisschen Energie. Eins reicht, ja. Eins, go! Oh, schöner Effekt. Gefällt mir. Patrouilliertes Gebiet. Keine Schmuggelware, warten auf Scan. Raumschiff Frontier. Hier spricht die United Colony Security. Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Oha, ich hoffe, ich habe. Scan Gott sei Dank. Abgeschlossen, keine Schmuggelware entdeckt. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Ah, danke. Das wäre so witzig, wenn wir jetzt schon irgendein. Oh, hier Handel. Handelsaufsicht stets zu Diensten. Suchst du was Bestimmtes? Ach, guck an. Was ist die Handelsaufsicht? Nur die erfolgreichste Handelsgruppe der gesamten Galaxie. Wenn ein Ort wichtig ist, hat die Handelsaufsicht dort auch ein Büro. Oh, warum hast du das nicht gesagt? So, Händler kaufen. Was gibt's denn hier? Energetikum? Austenitverteiler. Was zur Hölle? Was ist denn das? So ein Knobel-Puzzle-Spiel oder was? Nee, das wird für die Herstellung verwendet. Wiegt 4,3 Nickel. So. Ich würde gern was verkaufen. So, wird mir jetzt hier alles mit angezeigt irgendwie, was ich irgendwo habe? Oder ich glaube nämlich nicht. Ach hier, aus dem Schiffsinventar sehe ich da unten. Kann ich noch? Ah ja, okay. Ach, der Händler hat nur 800 Credits. Wow. Hier ist das Zeug aus dem Schiffsinventar. Ah ja, okay. Oder ist das auch das, was... Ne, was Vasco, der hat noch anderes Zeug.
Echt jetzt? Ihr habt nur 800 Credits mit? Ah, okay. Ja, dann würde ich sagen. Man muss, ich dachte mal, ich kann das. Okay, ich muss es so nochmal auswählen. Also wir können jetzt auch komplett was anderes machen, ne? Aber ich will erstmal die Hauptstory da ein bisschen weitermachen. Wir haben noch einen Skillpunkt. Könnten wir in mehr Tragekapazität investieren? Fände ich nicht verkehrt. Ach, herrlich. Na dann, betreten wir mal New Atlantis. Ach so. Ach, was ich nachschauen wollte. Nee, das wollte ich nicht. Hier, kann ich hier irgendwie... Ach hier, Frachtraum auf X. Ach so. Da 154 von 450. Okay. Moment. Da, sehr gut. Kann ich doch direkt nochmal auf den Tresor zugreifen. Und nimm das mal alles mit. So. Oh Mann. So, jetzt wieder mein Inventar. Ah ja, okay. Die ist schon fett, ne? Okay, die Distanz ist ein bisschen höher. Wir werden noch so viel Zeug finden. Neon-Club-Leben. Robe. Ich habe jetzt erstmal alles in unser Schiffsinventar. Alle Ressourcen lagern. Ja. Sehr gut. Okay, cool, cool. Notizen, wiegen die was? Nee. Oh, doch, teilweise. Was, was wiegt, kommt da rein? Was ist das für Zeug? Ach hier. Ach, das Kartendeck. Ach doch, das wiegt auch was. Dann hau ich das auch mal mit rein. Das Artefakt ist schwerelos. Komplett Gewicht befreit. Okay. Ach, guck mal da. Crew 2, Schild 310, Sprungdistanz 18, Lichtjahr, Reaktor 14. Was auch immer. Mhm. Ach so, 14 Punkte, die ich vergeben kann. Oder wie? Ach, da oben. Heimatschiff. Schiff 1 von 1 Frontier. Okay. Crew. Verwalte deine Crew, weise ihnen Aufgaben zu und entsende sie zu deinen Schiffen und Außenposten. Jedes Crewmitglied besitzt verschiedene Skills, die dein Schiff oder deine Außenposten verstärken. Gut, haben wir natürlich noch gar nichts. Man kann ja auch mehrere Außenposten machen. Aber ich wollte dann nicht auf dem letzten Planeten schon mal einen machen. Okay. Gut, dann begeben wir uns mal nach New Atlantis. Vasco, kommst du mit, Vasco? Oh, endlich mal eine große Stadt. Der davon labert uns bestimmt gleich zu. Ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ist doch ein perfekter Punkt, um hier das nächste Mal fortzufahren. Und dann schauen wir uns mal New Atlantis an. Das war's von mir für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.